Da seid ihr. Ich suche Lose. Ich schätze, sie spürt, wie nah sie ihm ist. Zum Glück für uns alle habe ich ihn mich nützlich gemacht. Ich weiß genau, was wir tun müssen, um ihn raus aus Loses Kopf und rein in ihre Faust zu bekommen. Hört sich eklig an. Soll ich fortfahren? Zur Seite treten und Lose bedeuten, die Führung zu übernehmen. Nun, die Prognose ist sehr gut. Ich weiß, wie wir die Heimatebene eures Dämons finden können. Den Ort, an dem ihr die Seelen aufbewahrt, die ihr stiehlt. Wenn wir sie finden, können wir sie zerstören. Lose atmet scharf ein. Soll ich das als Aufregung verstehen? Dankbarkeit? Kampflust? Es ist nur... Das ist es. Das ist alles, was ich gewollt habe. Endlich eine Chance auf eine Chance. So ist es zumindest gedacht. Aber wir müssen uns beeilen. Je schneller wir rein und wieder raus gelangen können, desto geringer ist die Gefahr, dass Adramalik unsere Anwesenheit bemerkt. Also, seid ihr bereit? Ja, ja, auf jeden Fall, glaube ich. Also, Team, Sie sind alle bereit? Nicken, Zeit, einen Dämon zu zerstören. Maladie nimmt Loses Hände und schließt die Augen. Bleibt alle samt bei mir. Wo wir hingehen, solltet ihr euch lieber nicht verlaufen. Ja, doch gar nicht mit. Höschen kann das selber machen. Ich hab doch mit ihr nichts zu tun. Ja. Du fühlst dich plötzlich erschöpft. Die Luft ist bleiern vor Bedeutung und Grauen. Alles Licht in dir kommt dir plötzlich gedämpft vor. Hier sind wir. Seid vorsichtig, Lose. Hier ist nicht sicher. Lose sieht dich nervös an und lächelt. Zurücklächeln, hier sagen, dass du diesen Ort erst verlassen wirst, wenn du getan hast, wozu du gekommen bist. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Oh nein, wollt ihr ein Zimmer wieder haben? Also, wo fangen wir an? Das hängt davon ab, was wir vorfinden. Wir müssen euren Dämon schwächen, indem wir die Seelen befreien, die er hier gefangen hält. Wie er sie aufbewahrt und was das für uns bedeutet, wird eine Überraschung für uns beide sein. Fragen, ob dies der Ort ist, an dem Lose landen wird, wenn der Dämon sie überwältigen kann. Fragen, ob alle Dämonen persönlich eine persönliche Welt wie diese haben. Ja, machen wir mal. Fragen, ob dies der Ort ist, an dem Lose landen wird, wenn der Dämon sie überwältigen. Ich glaube schon, aber das werden wir nicht zulassen. Das könnt ihr laut sagen. Fragen, ob alle Dämonen eine persönliche Welt wie diese haben. Die Mächtigen schon. Sie haben nichts lieber als einen privaten Spielplatz, wo keine neugierigen Augen ihr Vergnügen stören können. Und bevor ihr fragt, nein, ich habe keine. Selbst ich habe einen Rest Anstand, ganz tief drin. Ui. Fragen, ob es möglich ist, diesen Ort zu verlassen. Das könnt ihr, aber dadurch würde sich das Portal endgültig schließen. Es ist keine Kleinigkeit für mich, uns hierher zu bringen. Es erfordert ein großes Opfer. Vergeudet es nicht. Vergeudet es nicht. So, Lose, du bist da, ich bin weg. Tschüss. Ach, bist du wieder charmant? Es ist Döschen. Hier ist es, Lose, ja. Ja, ich spüre es auch, wenn ich kacken gehen muss. Kerze. Ja, mal Lose. Ja. Genau, fass es an, Lose. Dann geht bei mir nichts schief. Am Docht sammelt sich kein Wachse. Trotzdem wird die Flamme größer, als du hinsiehst. Ein Gefühl überkommt dich. In dieser Flamme und dem schwarzen Wachs, das sie speist, steckt eine Seele. Spürt ihr das, Lose? Das ist eine Seele in dieser Kerze. So arbeitet euer Dämon. Er sammelt sie hier und bedient sich von ihnen, wie es ihnen beliebt. Ich spüre es, aber der Geist ist eine Frau. Purplänze. Die Tavernenwirtin in Treibholz. Sie hat einen Pakt mit ihm geschlossen. Mit Adramalik. Das ist auch ein Adramalik, ja. Ja, jetzt ist sie hier gefangen, für immer. Wenn der Dämon sich von ihr ernährt, müssen wir die Kerze löschen. So werden wir ihn schwächen. Sie auslöschen? Aber damit würde ich sie praktisch töten. Dann wäre ich nicht...
Nicht besser als Adramalek. Please. Ihr vernichtet Leute zum Spaß. Wenn wir das tun, dann um die Tausende zu retten, von denen er sich in Zukunft nähren würde. Das stimmt nicht. Sie bedeuten mir nicht. Ich meine doch schon, aber die Einzige, die mir wirklich etwas bedeutet, bin ich. Wir sagen, dass sie die Kerze auslöschen soll, wenn er sie... Wenn es sie retten kann, muss es getan werden. Sie greift zu und löscht den Docht mit den Fingern aus. So, es ist getan. Also gehen wir. Gute Idee. Ja, dann gehen wir mal. Was ich nicht alles als Zwerg über mich ertragen lassen muss. Ja, auf zu heulen. Bummelbeinchen. Wenn du da lang gehst, gehe ich erstmal hier lang. Da oben ist aber eine Ziertruhe und so komische Donner und Falle. Riesige Flammenrune der Macht. Verschlossen durch Magie. Ey, nein, du solltest das anheben. Lusa. Mit dem Anheben hat er wohl nicht so geklappt. Ich hab das Handzeichen gehabt und hab's gezogen. Und da hat er es einfach ausgelöst. Hm. Mit nö? Ja. Warten, bis es vorbei ist? That looks dangerous. But maybe I can disarm it. That looks dangerous. But maybe I can disarm it. A trap. Better give it a wide berth. Also ich habe jetzt die anderen auch angeklickt und nichts passiert. Ah, nur Frostzwerg. Und wo sie waren. Ah, okay. Hat sie wieder regeneriert. Aber an die Truhe bist du jetzt trotzdem nicht gekommen, ne? Ich hatte nur jetzt die anderen Dinger, aber das ist ne, die ist verschlossen. Ich kann sie rausholen, wenn du willst. Ja, aber sie ist durch Magie verschlossen. Ja. Ich kann sie rausholen, das ist kein Problem, warte. Wie ging das nochmal? Naja, so. Bitteschön. Ich glaube aber nicht, dass ich die aufkriege. Ja. Nee, kann nicht geknackt werden. Na gut. Da sind schon wieder zwei Kerzen. Ja, noch mehr Seelen zum Umbringen. Angekommen. Jetzt nicht, ich muss mich auf Lose konzentrieren. Glaubt mir. Gut, nehmen wir Lose. Gut gemacht, Lose. Ich bezweifle nicht, dass das schwierig war. Aber ihr habt das Richtige getan. Wie es scheint, steht uns jetzt noch mehr bevor. Echt, Manny? Das Türchen ist verschlossen. Man wetten, man muss hier wieder... die Kerzen leuchten durch die Geister, die jeweils darin gefangen sind. Sie wenden sich zu Lose zu. Wild darauf, angehört zu werden. Ihr wisst, was ihr tun müsst, Lose. Es gibt keine andere Möglichkeit. Zwei Leute, zwei Seelen. Seelen, die wie ich eine habe. Vorschlagen, dass sie mit den Geistern in ihnen spricht, wenn sie kann. Sagen, dass sie die Kerzen auslöschen soll
So kann sie den Dämon genug schwächen, um weiter die Kontrolle über ihn verstehen. Weißt du, die Frau ist so dämlich. Die sind schon tot und die Seelen werden gequält. Also, warum macht sie sich darüber Kopf? Die haben einen Pakt beschlossen mit dem, die leben noch. Ja, ja, aber sie werden ja trotzdem gequält. Vorschlagen, dass sie mit den Geistern sprechen soll. Also, ihr habt recht, das schulde ich ihnen. Zumindest das schulde ich ihnen. Sie hält ihre Hand an die Flamme und scheint in einen Trance zu fallen. Zwei Seelen, so unterschiedlich. Zwei Seelen, durch den Dämon aneinander gebunden. Einer ein bescheidener Mann, ein Vater, die andere ein Mörder. Der Erste, er versteht. Er will, dass ich Adra Malik vernichte. Er ist bereit, selbst vernichtet zu werden. Der Zweite ist voller Zorn und Wut. Er will nicht in die Dunkelheit geschickt werden. Wir sagen, dass sie die Kerzen auslöschen soll. Ja. Ich habe keine Wahl. Wenn ich ihn überleben will, muss ich wie er sein. Ich muss es tun. Es ist die einzigste Möglichkeit. Lose greift nach den Kerzen und drückt die Dochte. Sie qualmen und erlöschen. Ihr kriegt langsam Übung. Sehr gut. Und da drüber immer noch nicht so ganz. Aber den Zwerg fragt ja wieder keiner. Würdest du es nicht machen? Dann werden wir hier nicht weiterkommen. Es dient nur, um den Dämon zu schwächen. Ja, nicht. Ist es kaputt? Ja. Mhm. Sieht aber cool aus, die Kerzen hier. Ja. Das hatte ich nicht erwartet. Die Kerzen flackern in der Ferne. Jeder ein Leben, jede eine Seele. All diese kostbaren Leute. Nichts sagen, neben ihr stehen und Szene in dich aufnehmen. Tausende, Millionen von Seelen hier gefangen von den Dämonen in ihr. Sie steht schweigend, stockstill. Plötzlich packt Melody Loses Arm. Sie spricht durch zusammengebissene Zähne. Wir müssen ihn aufhalten. Es kann nicht so weitergehen. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir müssen sie befreien, beseitigen. Wenn Malik nicht an ihre Energie kommt, können wir ihn stellen und erledigen. Aber sie alle sind wie ich. Jeder Einzelne. Wir sagen, dass Melody recht hat. Fragen, was aus den Seelen wird. Es sind zu viele. Jede mit ihren eigenen Geschichten, ihrem eigenen Leben. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber wir müssen sie erledigen. Ja, sie werden verschwinden, aber sie werden nicht in die Halle gelangen. Sie werden einfach aufhören zu existieren. Aber wenn wir es nicht tun, ist Adra Malik nicht aufzuhalten. Dieses Meer von Kerzen wird wachsen. Er wird nicht aufhören. Wir sagen, dass das nach Mord klingt. Nach Massenmord. Ich habe nie gesagt, dass es leicht werden würde. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Opfer erfordern würde. Lose muss jetzt das Richtige tun. Für sich selbst und für die gesamte Welt. Sag nur ein Wort, Lose. Dann rufe ich eine Flut herbei, die groß genug ist, um all das hier zu beenden. All dies, ein für alle Mal. Lose blickt lange wortlos über das Meer von Kerz. Es ist so still hier. Ich spüre ihn gar nicht. Hier sind wir vor dem Beweis all dieser seiner grässlichen Taten und mein Verstand so klar wie lange nicht mehr. Es ist lustig, nicht wahr? Wie ein Schmerz manchmal so groß ist, dass er einen von innen nach außen auffrisst. Es ist fast, als könnte ich einfach vom Rand dieses Vorsprungs heruntertreten und fortschweben. Ich bin nichts mehr, gar nichts mehr. Ihr sagen, dass sie dir Angst...
Es tut mir leid. Es ist einfach so viel. Es ist einfach so furchtbar viel. Sie nimmt deine Hände, also deine Hand, und blickt noch einmal über das Meer von Seen. Sie lehnt sich an dich, stützt sich ganz leicht auf dich. Manchmal glaube ich, mein Schicksal stand von Anfang an fest. Daran hätte ich nie etwas ändern können. Wenn jemand so Mächtiges etwas von euch will, dann nimmt er es sich einfach. Das tun sie immer. Nur ein Idiot denkt, dass es nicht so ist. Sie versteift sich und steht gerade. Fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Sie lächelt, grinst vielmehr. Dann bin ich wohl eine Idiotin. Melody, tun wir es. Sehr gerne. Perfekt. Also die Entscheidung hatte ich jetzt nicht zu rütteln, ne? Das hat sie ja von alleine entschieden. Ja. Was ist eigentlich mit der Feuerschale hier neben mir? Da hier oben steht. Auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Nochmal Quatsch. Also gut, gut. Das müsste reichen. Wir müssen gehen. Schnell. Sie keucht, wischt sich den Mund und verschmiert sich die Ärmel mit Blut. Lose ist still und in sich gekehrt. Ihre Augen blitzen grau, dann schwarz, dann in ihrer normalen Farbe. Adramalik, er muss wütend sein. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Beeilung. Wusha! Naja, immerhin hat es schnell gemacht. Ja. Na bitte, Lose. Fühlt ihr es, wie schwach er geworden ist? Verblüffend. Mein Herz fühlt sich nicht mehr wie mein eigenes. Fühlt sich mehr an wie mein eigenes seit viel zu langer Zeit. Fast hoffe ich, dass ich wirklich eine Chance im Kampf habe. Ihr müsst euch ihm immer noch entgegenstellen. Ihr müsst ihn immer noch bezwingen. Aber ihr könnt es schaffen, besonders mit solchen Verbündeten an eurer Seite. Daran habe ich keinen Zweifel. Gar keinen. Ich muss mich ausruhen. Ihr könnt es. Ihr seid bereit. Ihr könnt es jetzt ein für alle Mal beenden. Ohne euch hätte ich das alles nicht geschafft, Melz. Lose drückt Melody begeistert an sich. Melody zieht ein Gesicht und tätschelt sie steif zurück. Geh weg. Ausrufezeichen. Nach der Entscheidung, die Seen auf die Heimatebene des Dämons auszulöschen, sieht Lose ihre Gesellschaft mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ihr habt nicht die einfache Lösung gewählt, aber ihr habt das Richtige getan. So viele Seen ausgelöscht in einem Augenblick. Etwas so Schreckliches habe ich noch nie gesehen, ich muss zugeben. Als wir nach Axe aufbrachen, hatte ich nicht die Absicht, die Heimatebene eines Dämons zu besuchen. Tja, jetzt sind wir wohl alle klüger. Seen Nummer 2. So many souls blinked out in a heartbeat. I've never seen man weiß nie, ihr habt viele geopfert, um viele weitere zu retten, darunter auch euch. Ihr habt das Richtige getan, all diese Seelen verloren. Und es ist dennoch ganz sicher, nicht sicher, dass wir den Dämon vernichten werden. Was für eine Vergeudung. Man weiß nie, wohin eine Reise einen bringt. Ich bin froh, dass ich wieder auf festem Boden stehe. Lasst uns weitermachen, ja. Viele Seelen sind verloren, aber viele weitere sind dank euch gerettet. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich diese Seelen am Leben gelassen, hätte ich keine Chance, Adramalik zu besiegen. Das ist die einzigste Möglichkeit, weiterzukommen. Ja, und sagt uns irgendjemand, der andauernd weggeht. So, jetzt sind wir hier. Was ist hier? Haus. Nein! Doch! Ein Haus! Ja! Das schwarze Haus! Ja, wir können ja mal reingucken. Komisches Tierchen. Die Tür geht nicht auf, doch sie fühlt sich lebendig an. Als würde sie dich untersuchen. Jedenfalls einen von euch. Die Tür untersucht Lose. Wieso eigentlich immer Lose? Keine Ahnung. Na komm, Döschen. Die Tür geht nicht auf, die beschleicht jedoch das Gefühl, dass sie dich untersucht. Lose! Der Doktor empfängt euch. Na super. Aber wir haben Stufenaufstieg. Hey! Wir sind jetzt Stufe 19. Hey! Ja!
Hey! Ja! Wow! Ich bin begeistert. Oh. Boah, jetzt kann ich lose die andere schicken, die Rüstung. War doch so, ne? Weil das war Level 19. Genau. Kann ich nämlich lose jetzt die andere nämlich schicken? Was wir nämlich schon gemacht hatten, aber da hatten wir ja dann erst gesehen gehabt, dass die Stufe. Genau. Der Unterschied ja dann doch ein bisschen, ja. Du krasses. Ja. Yeah. Willst du die Flammenrune da raus wieder? Kannst haben? Du halten. Wenn du brauchst. Nimm, nimm, nimm. Fertig. So, ein Zwergstab, ich noch was. Da weiß ich nicht, wohin. Zwei in der ist voll. Nimm ich das. Fertig. Ich habe ihn fertig. Flasche leer. Du hab ihn fertig? Ja. Na dann, lass uns doch mal rein in das schwarze Haus. Da fummelt einer an sich rum. Ja, vielleicht schneidet er sich gerade die Fußnägel. Okay. Ja, dann gehen wir mal. Lass den Doktor nicht warten. Wo ist denn das Doktörchen? Oh, was macht der denn hier? Ich glaube, der Patient hat es nicht überlebt. Ja. Die hier so links sehen auch nicht mehr so frisch aus. Aber er hat ja beim Reingehen gespeichert. Ja. Hab ich manuell gemacht. Ja, das ist sehr gut. Sollen wir mal gucken, wo der Doktörchen ist. Pfleger Sie? Gut, das ist ein Truhe. Das ist aber alles noch rot. Ja, wir haben ihn ja auch noch nie abgemuckelt. Stimmt. Denke mal, wir müssen hier hoch. Denn? Ach, da. Einen Schritt zu weit. Gott. Ah, wie gut, dass ihr kommt und ihr bringt die Person mit, die mir auf der ganzen Welt die liebste ist. Wie geht es euch, meine liebe Lose? Wie seltsam, euch hier zwischen meinen Dingen zu sehen, in meiner Praxis. Normalerweise bin ich es, der euch besucht. Er stolpert und hustet, er fasst sich dann wieder, seine Augen verengen sich heimtückisch. Wie man hört, hattet ihr sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ihr seid in meinem Heim willkommen. Lose auf dieser Ebene, aber ich kann mich nicht entsinnen, euch in mein kleines Versteck zwischen den Sternen eingeladen zu haben. Für wen haltet ihr euch? Ihm raten, dass er seine Worte besser sorgfältig wählt. Lose wirft ihr einen wissenden Blick zu und grinst. Ich muss sagen, Adramalik, ihr seht nicht allzu gut aus. Er schreckt zurück, fängt sich aber schnell wieder.
Ach kommt, Lose. Langsam müsstet ihr es doch besser wissen, als mir so in die Quere zu kommen. Ihr habt gesehen, was ich mit denen mache, die meine Geduld auf die Probe stellen. Früher vielleicht, bevor ich euch von euren kostbaren Kerzen abschnitt, hat es wehgetan, als ich sie auslöschte? Habt ihr den Verlust jeder einzelnen gespürt, als ihre Kraft euch von euch abfiel? Wie findet ihr das, Adramalik? Dieses Gefühl, klein und machtlos zu sein, wie ihr es uns immer vermittelt. Seid still! Seid still! Was für eine Respektlosigkeit. An eurer Stelle wäre ich ein bisschen freundlicher. Andererseits nehme ich an, es spielt eigentlich keine Rolle, oder? Ich werde euch trotzdem vernichten. Bleibt weg von mir! Bleibt, wo ihr seid! Ihr hättet euch von mir fernhalten sollen. Lose legt eine Hand auf ihre Waffe. Ein kaltes Feuer brennt in ihr. Ihr Strahlen erfüllt den Raum. Sie sieht dich an. Ready, Chief? Bereit, Boss? Wir sagen, dass du direkt hinter ihr bist. Willst du dich noch irgendwie positionieren? Weil ich weiß nicht, wenn ich da jetzt drauf drücke, ob es dann gleich losgeht. Na. Wenn ich das Fell hier stehen haben. Zuhören? Wir sagen, dass du direkt hinter ihr bist. Tzitzitze. Ich habe euch alles gegeben. Die Macht der Götter, Freiheit von ihren unerbittlichen Forderungen. Alles, was ich hatte, habe ich euch zu Füßen gelegt. Und ihr reagiert auf mich mit diesem Zorn, diesem Hass. Es entzieht sich jeglicher Logik, jeglicher Erklärung. Ich kann nichts mehr für euch tun, Lose. Nichts als Mitleid für euch zu empfinden. Und das tue ich gewiss. Aber täuscht euch nicht. Dies ändert gar nichts. Ihr gehört mir ganz allein. Ich brauche euer Einverständnis nicht. Ich brauche nur eure Seele.